mit dem Intro weitergeht, muss ich jetzt noch kurz was besorgen. Was das ist, das seht ihr gleich. Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute haben wir ein ganz, ganz interessantes Thema, wie ich finde, und zwar das Thema Fettburner. Du hast es schon gelesen, Fettburner und wie sie dein Fett zum Schmelzen bringen sollten. Sollten, Betonung liegt auf sollten. Wieso das so ist, welche Wirkungsweise das hat und welche Inhaltsstoffe in solchen Fettburnern enthalten sind, das schauen wir uns jetzt gleich mal an, würde ich sagen. Ja, jeder kennt das ja. Ja, man kommt aus dem Winter raus, aus dem Aufbau raus, jetzt geht's langsam in den Frühling, die Fieber kommt. Viele wollen sich da schon in Form bringen, viele wollen da schon in eine Diät gehen. Und ja, du hast dich bestimmt schon mal gefragt, gibt's nicht irgendeine Abkürzung vielleicht, irgendein Wundermittelchen, ohne jetzt gleich zu Dopingmitteln zu greifen, um schneller und besser, effektiver abzunehmen. Und da wird auch immer wieder mal vielleicht von einem Supplement Shop deines Vertrauens empfohlen, ja, nimm nochmal Fettburner, die haben eine brutale Wirkung auf den Energiestoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel. Und was da dahinter ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ist es wirklich eine Geheimwaffe oder ist es einfach nur heiße Luft? Ja, ich habe es mal aufgeschrieben, was da so alles propagiert wird. Ja, die Fettburner werben ja gerne mit den Begriffen, ja, der Fettburner hilft dir, einen optimierten Fettstoffwechsel zu erlangen. Gut, optimierter Fettstoffwechsel kann jetzt viel heißen. Was bedeutet das? Okay, aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, welche Inhaltsstoffe da drinnen sind. Ich beleuchte jeden Inhaltsstoff oder die häufigsten Inhaltsstoffe einzeln, sag dir dann, welche Auswirkungen das hat und ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und fangen wir gleich mal an. Ich glaube, jeder kennt das, den Inhaltsstoff Koffein. Ist nahezu in jedem Energy Drinks wie Red Bull drinnen oder auch Kaffee, Tee. Aber was bewirkt jetzt eigentlich Koffein? Ja, Koffein regt das zentrale Nervensystem an, genauer gesagt den Sympathikus. Meine Mama wäre stolz auf mich wahrscheinlich, da ich das kürzlich erst in einer Prüfung, in einer Physiologieprüfung hatte. Regt den Sympathikus an. Der wiederum quasi sorgt dafür, dass du eine Erhöhung des Pulses bekommst, dann eine bessere Kontraktionskraft des Herzmuskels bekommst und ja, dadurch steigt natürlich dein Energiebedarf viel, viel höher an und du verbrennst damit auch mehr Kalorien. Also zum Beispiel so, das kannst du dir so vorstellen, der Sympathikus oder das zentrale Nervensystem, wenn angeregt wird, bewirkt quasi dasselbe, als wie wenn dir zum Beispiel jetzt hinter dir ein Säbelzahntiger nachlaufen würde. Ja? Du rennst in dein Leben, ja, der Puls wird schneller, dein Herzmuskel kontrahiert so schnell wie möglich, ist eh klar, weil du überleben willst. So überspitzt gesagt kannst du dir das jetzt vorstellen, so wirkt Koffein ungefähr auf deinen Körper. Und es hat auch eine Auswirkung auf deinen Energieverbrauch, natürlich, wie ich schon gesagt habe, dadurch verbrennst du natürlich mehr Kalorien. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, es hat eine Auswirkung auf die Lipolyse, das heißt auf die Fettaufspaltung. Das bedeutet allerdings nicht, dass du mehr Fett verbrennst, weil ja auch die Lipolyse, also die Fettaufspaltung auch im Magen und im Dünndarm vonstatten geht. Und man kann jetzt nicht sagen, ob jetzt Koffein dafür verantwortlich ist, dass du jetzt mehr Fett verbrennst, weil bei der Fettverbrennung oder Fettaufspaltung sehr, sehr viele andere Faktoren mitspielen. Das Problem bei Koffein ist jedoch, dass bei dauerhaftem Konsum der Körper ja eine gewisse Resistenz entwickelt. Das heißt, wenn du oft Koffein zu dir nimmst, an alle Kaffeetrinker da draußen, irgendwann wirst du resistent gegen Koffein und du brauchst immer höhere Mengen, immer größere Mengen. Ja, genau. Das Fazit ist hier also, es sorgt für höhere Aktivität und steigert die Lipolyse. Allerdings, ja, wenn du das oft hernimmst, flacht die Wirkung etwas ab. Dann schauen wir uns an, zweiter Inhaltsstoff ist das sogenannte Grünteeextrakt. Das wird sehr, sehr häufig in Fettburnern verwendet, da es viele Antioxidantien enthält, was ja nachweislich viele gesundheitliche Vorteile hat. Die Vorteile sind zum Beispiel bessere Aufnahmefähigkeit, also bessere Konzentration.
Verbesserung der Cholesterinwerte zum Beispiel und verbesserte Fettverbrennung und Fettabbau, ja und und. Dabei kommt es allerdings auf den ECGC-Gehalt an. Was es genau ist, kann ich dann mal unten in die Beschreibung schreiben. Du müsstest allerdings, muss ich jetzt kurz nachschauen, wie viel, müsstest allerdings 150 Milligramm täglich davon konsumieren, um positive Wirkungen wirklich ja, davon zu haben. Und das ist meistens nicht der Fall, dass so viel drinnen ist und Koffein in Kombination mit Grünteeextrakten quasi gleichen sich aus. Wenn du quasi, ja, weil einfach daran auch eine Resistenz entsteht. Das heißt, Grünteeextrakt in Kombination mit Koffein bietet dir eigentlich keinerlei Vorteile. Ist zwar schön, dass es drinnen ist, aber eigentlich ist der Nutzen gleich null. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Inhaltsstoff. Das ist das Citrus Aurantium oder das Synephrin. Synephrin ist eigentlich ähnlich oder ist verwandt mit dem Wirkstoff Ephedrin, das ja seit 2001 in Deutschland nicht mehr erhältlich ist, also nur noch gegen Vorlage eines Rezepts. Ephedrin und Synephrin haben ähnliche Wirkungen, das heißt, sie sind, ja, sind quasi Appetithemmer, Appetitzügler, das heißt, ja, es wirkt in deinem Körper so, dass du einfach nicht mehr so viel Hunger hast, dass der Hungereffekt quasi ja, ausgelöscht wird oder auf einem sehr, sehr niedrigen Level ist. Das heißt, du hast einfach keinen Hunger mehr. Und das hat eigentlich, also Synephrin macht eigentlich schon Sinn, weil es eben deinen Appetit zügelt. Allerdings hat man herausgefunden, dass es gerade bei vorbelasteten Menschen zu Herz-Kreislauf-Problemen kommen kann. Und jetzt ist die Menge, die wirksame Menge, die in den Fettbrennern drin ist, einfach viel zu gering. Das heißt, grundsätzlich hätte es eine gute Wirkung, aber die vorhandene Menge in den Fettbrennern ist einfach viel zu gering, um überhaupt wirken zu können. Das heißt, es ist eigentlich nur pure Verarsche, pure Marketing-Gag, weil einfach viel zu wenig in den Fettbrennern enthalten ist. Dann haben wir den letzten Inhaltsstoff, das ist das L-Carnitin. Dann hat man immer nachgesagt, ja, es hat. L-Carnitin muss man ein bisschen weiter ausholen. Es hat eine wichtige Rolle beim Energiestoffwechsel und vor allem bei der Verwertung von den Fettsäuren. Und deshalb hat man auch immer angenommen, ja, wenn es schon so eine wichtige Rolle bei Verwertung von Fettsäuren hat, dann hat das bestimmt auch einen großen Einfluss auf den Fettstoffwechsel und auf, ja, auf die Fettverbrennung allgemein, sage ich jetzt mal. Das hatte man lange angenommen, aber ist mittlerweile durch wissenschaftliche und klinische Studien widerlegt worden. L-Carnitin hat eigentlich keinen wirklichen Nutzen bei gesunden Menschen. Das heißt, ist eigentlich bei gesunden Menschen nahezu wirkungslos. Deshalb auch wieder guter Marketing-Trick von den Fettburner-Herstellern. Und so muss man leider zu dem Fazit kommen: Fettburner sind teuer, Fettburner sind grundsätzlich von den Inhaltsstoffen her nicht so schlecht, allerdings die verwendete Menge zu gering, dass es einen Nutzen oder eine Wirkung zeigen würde. Und deshalb würde ich ganz klar abraten von Fettbrennern, das ist rausgeschmissenes Geld. Holt euch für das Geld lieber einen Ernährungsberater oder lest euch einfach selber ein, welche. Es gibt nämlich auch sehr, sehr viele natürliche Nahrungsmittel, die zum Beispiel die Fettverbrennung anregen. Darunter wäre Zimt, darunter wäre Ingwer. Da gibt es so viele mögliche natürliche Sachen. Deshalb kann ich dir nur abraten, Fettburner wirklich zu konsumieren und Fettburner zu kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist und einfach unnötig ist. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video ein bisschen aufklären. Falls du noch Fragen hast, schreib sie mal in die Kommentare. Würde mich natürlich über ein Like von dir freuen, über ein Abo, das wäre natürlich das Allergeilste für mich. Also wirklich, ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, ah, ein neuer Abonnent hinzugekommen. Ist wirklich sehr, sehr cool. Wenn ich Leuten damit helfen kann, schreib mir mal in die Kommentarbox auch, welches Video du als nächstes sehen willst. Also welche Videovorschläge hast du? Ich werde deine Anregungen gerne aufnehmen. Und dann bleibt mir nur noch zum Sagen, viel Spaß beim Training. Ciao.